Kommt. Jedes Tempel. Das ist unser Ziel. Emil, könnten wir Brock irgendwie zurückbringen? Irgendwie hat es einmal geschafft. Vielleicht finden wir einen Weg, es wieder zu tun. Ich fürchte nicht, mein Junge. Wenn eine Seele ihre Filgia, ihre Richtung verliert, so wie Brox die physische Gestalt verlässt, dann erreicht sie den Seelensee nicht. Er ist nicht nur tot. Ihm wurde das Jenseits verwehrt. Da ist nichts zum Zurückholen. Er ist wirklich weg. Atreus, wenn es etwas gäbe, das wir tun könnten, dann würden wir es tun. Versprochen. Ich weiß. Es war ein dummer Fehler, überhaupt darauf zu schauen. Zeit, als der See noch Wasser war. Ich möchte einfach in ein Boot steigen, von hier fortsegeln. Von allem. Man kann nicht vor seinen Fehlern davonsegeln. Man kann sie unmöglich vergessen. Ich habe es versucht. Ja, sie folgen dir überall hin. Egal, wo du hingehst, Junge. Wenn du segeln willst, dann mit einem klaren Ziel. Der Aufzug am Ende der Brücke sollte noch funktionieren. Dann können wir hoch zum Tempel. Kratos, wir sollten wirklich auf Kurs bleiben. Atreus, warum glaubst du, dass Sindri dort sein wird? Dort fanden er und Brock sich wieder. Etwas Zerbrochenes neu schmieden. Er wird dort sein.
Sindri. Sindri, es tut mir so leid. Nein. Nein, ich will's nicht hören. Du weißt nicht, was Leid ist. Odin wird damit nicht davonkommen. Meinst du den Odin, den ihr in mein Heim brachtet? Er hielt uns zum Narren. Oh. Aber mancher von uns waren die größten Narren. Nicht wahr? Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. Und was habe ich jetzt noch? Nicht einmal meine Familie. Du willst leiden? So sieht echtes Leid aus. Was können wir tun? Wir? Es gibt kein Wir. Es gibt nur euch. Kostet es, was es wolle. Was ihr tun könnt. Ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Komm, Atreus. Lassen wir ihn. Trauere, wie du wünschst. Ich dachte, wir wären auch Familie. Waren wir. Mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe? Das ist nicht, was uns antreibt. Sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Wir müssen zu Freya zurück. Wenn wir zurückkommen, sehen ihn wirklich in den Krieg. So weit ist es gekommen. Ja. Als wir wieder in Svartalfheim waren und nach Tere suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Das war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Wir haben Sindri wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von, naja, so ziemlich allem abzulenken. Huh?
wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Du bist's. Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für allemal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gjallarhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherja wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatöskr gab uns inzwischen dies. Wir drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim? Ja. Ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Nivelheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri! Bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. So sei es. Viel Glück uns allen. Nach Muspelheim, den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Du weißt, wo wir Sutr finden. Ja. Ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutr finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Entschuldigung. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reisvelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey. Ich glaube, ich sehe da hinten Sutrs Schmiede. Sutrs Frau. Wo ist sie? In Nibelheim, glaube ich. Oik.
Vielleicht die Schmiede sehen. Achtung! Olka! Ob sie ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege gingen, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen Sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Oika! Dort, da drüben. Vermutung. Das letzte Mal habe ich mir eine gute Übersicht verschafft. Wir müssen auf Sutr gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen? Na ja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Pfeile bringen da wohl nichts. Phantom! Alter!
Ist dort eine Quelle. Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. Suchen wir Sutta. Durch das kaputte Tor. Wir müssen nah sein. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Hallo, Sutur? Entweder ist er das nicht, oder er ignoriert uns. Komm. Hallo. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Hey, das war nichts! Erst kümmern wir uns hier um. Kaufer! Achtung! Er ist der Wächter dieser Welt. Es ist sein Recht, sie zu verteidigen. Noch ein Zauber, weg von dir! Thank you.
Mann, was tut er ist? Ganz schön was zu hören. Wie du schon sagtest, wir brauchen ihn. Ich helfe euch nicht. Wer bist du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Erklär mir das. Wir sterben. Klar. Weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shinmara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen. Was denn? Stoßt die hier rein. Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie daraus halten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher?